Na, sieh mal, guck an. Eine Sumpfdotterblume schon wieder. Wo? Ich sehe keine Sumpfdotterblume. Hier unten, das ist gelbe. Guck dir doch mal an, die Blätter. Dieter, mein lieber Dieter, das ist Schaboxkraut. Du hast wahrscheinlich zuerst auf das Blatt geguckt. Ja, eben. Ja, ne, da hast du nicht ganz unrecht. Die Blätter von der Sumpfdotterblume, die sehen so aus, aber sind viel größer. Nur ist die Frage, was ist groß und was ist klein. Du musst halt auch nach den Blüten schauen. Guck mal. Bei der Sumpfdotterblume, das sind weniger Blütenblätter und die sind auch rund. Und hier sind mehr Blütenblätter und länglich verlaufend, lanzettenförmig. Ja, das ist Schaboxkraut. Kannst du übrigens essen, solange sie noch nicht blühen. Das ist unwahrscheinlich nährhaft. Bei der Sumpfdotterblume würde ich gar nichts essen, weder Blatt noch Blüte. Na gut, da habe ich mich wieder mal geirrt, aber danke für die Info. Ja, bitteschön. Komm mal zu einer Führung. Jawohl.